Binden Sie zuerst das Fleisch mit Küchengarn, damit es gleichmäßig gart und beim Braten richtig schön in Form bleibt. Dafür den Schopfbraten an einer Seite mit Küchengarn umwickeln und das Garn mit einem Doppelknoten fixieren. Nun eine Schlaufe drehen und über das Fleisch ziehen, bis sie 2-3 cm vor der letzten Schlaufe zum Liegen kommt. Ein wenig festziehen, die nächste Schlaufe drehen und so fortfahren, bis der Braten komplett umwickelt ist. Jetzt den Knoblauch schälen und fein hacken. Das geht ganz einfach, wenn Sie leicht mit dem Messer auf die Knoblauchzehe klopfen. So springt die Schale fast wie von selbst ab. Das Fleisch nun mit Pfeffer, Salz, Kümmel und Knoblauch einreiben. Das Schmalz erhitzen. Zuerst den Braten im Schmalz rundum kräftig anbraten und herausheben. Jetzt die Knochen im Schmalz dunkel anrösten und mit Bier ablöschen. Den Braten zurück in den Bräter geben, bei 180 Grad 90 Minuten im Rohr braten. Währenddessen immer wieder mit Bratensaft übergießen, wenn nötig noch etwas Wasser oder helles Bier dazugeben. In der Zwischenzeit die Außenblätter vom Kraut entfernen, das Kraut halbieren und den Strunk herausschneiden. Das Kraut in dünne Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. Den Speck würfelig schneiden und im Schmalz anbraten. Kümmel, Salz, Essig und Staubzucker dazugeben. Einmal aufkochen lassen und das Öl unterrühren. Die Marinade über das Kraut leeren und alles kräftig durchmischen. Schneiden Sie nun für die Semmelknödel die Semmeln in kleine Würfel. Nun die Petersilie kleinschneiden. Mit den Eiern zu den Semmelwürfeln geben und salzen. Lauwarme Milch dazugießen, alles gut vermischen und ca. 10 Minuten ziehen lassen. Das Mehl untermengen, alles mit Salz würzen, mit feuchten Händen 12 kleine Knödel formen und ca. 15 Minuten im köchelnden Salzwasser gar ziehen lassen, dann herausheben und warmstellen. Nach 90 Minuten Garzeit den Braten aus dem Rohr nehmen und mit Alufolie bedeckt rasten lassen. Den Bratensaft auf ein Sieb in einen Topf gießen und eventuell mit etwas Stärke binden. Dafür die Stärke in Wasser anrühren und kurz mit dem Fleischsaft aufkochen lassen. Die Schnur des Braten entfernen und das Fleisch in Scheiben schneiden. Das Fleisch mit Krautsalat, Knödeln und Saft auf einen Teller anrichten und servieren. Wir wünschen guten Appetit!